Hey, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Arminia Bielefeld. Wir sind momentan Tabellenführer der zweiten Bundesliga und heute geht es gegen den absoluten Favoriten in Liga 2 gegen RB Leipzig. Rasenballsport ist unser Gastgeber für das nächste Zweitligaspiel und das wird auf jeden Fall keine leichte Aufgabe, denn ich denke mal, ihr alle wisst, wie stark Leipzig ist, nicht nur in Realität, sondern auch im Karrieremodus. Und auch wenn die momentan auf den ersten 7 Plätzen nicht zu finden sind, muss das absolut nichts heißen. Und das wird eine richtig schwere Aufgabe. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Das ist eine großartige Unterstützung. Jeder Like zählt. Ich kann es nur mal wieder sagen. Und ich freue mich einfach, wenn die Videos, gerade beim Bielefeld-Karrieremodus, weil der nicht so famous, gut bewertet werden. Denn das zeigt einfach, dass die, die das gucken, ja, das auch wirklich mögen und dass es denen wirklich gefällt. Und genau das ist ja mein Ziel. Wir müssen ein bisschen umstellen aufgrund von, ich sag mal, Verschleiß. Denn wir haben ja einen großen Abnutzungskampf jetzt gehabt in den letzten Wochen. Das heißt, logischerweise, die Fitness ist nicht mehr ganz so unfassbar extrem da und da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen was ändern. Allerdings sieht die Startelf trotzdem gut aus. Sturmduo ist ein bisschen anders. Mal sehen, wie das funktionieren wird. Ich bin gespannt, wünsche mir aber 3 Punkte gegen RB Leipzig. Mal sehen, ob das Ganze klappt. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder. Der Tabellenführer, der Aufsteiger, der ehemalige Drittligist, war zu Gast beim absoluten Favoriten in Liga 2, Arminia Bielefeld, zu Gast bei Rasenballsport Leipzig. Und die Leipziger wollten heute zeigen, warum sie der Top-Favorit in Liga 2 waren. Momentan läuft es noch nicht so bei ihnen, allerdings kann sich das heute ändern. Trotzdem ist es natürlich gerade gegen Bielefeld keine leichte Aufgabe, einen Aufwärtstrend herzustellen. Die stärkste Defensive der Liga erwartet die Leipziger mit Gulaschi im Tor, davor Klostermann, Nukan, Kompa und auf der Linksverteidigerposition Anthony Jung auf der Doppel. Dominik Kaiser, der Kapitän, und Diego Demme davor, Massimo Bruno und Emil Forsberg und in der Sturmspitze Kim Shin-Wook und natürlich der Däne Yusuf Paulsen. Auf der anderen Seite Wolfgang Hesel im Tor, davor Striffler, Sundberg, Börner und Lang, das heißt eine umgestellte Defensive aufgrund der letzten anstrengenden Spiele. Christensen auf der 6, links Araujo, davor Andreas Pereira auf der rechten Seite Fahne und in der Sturmspitze hatten wir heute ausnahmsweise mal wieder Fabian Klos, den ehemaligen Kapitän, und Bart Finne. 6 Gegentore bisher für die Männer vom FC, nicht St. Pauli, nicht vom FC St. Pauli, sondern von Arminia Bielefeld. Das sollte sich heute natürlich im Idealfall nicht ändern für die Arminia. Allerdings, wie gesagt, Leipzig wollte den Aufwärtstrend herstellen, spielte mit Top-Besetzung, während Bielefeld im BF spielte. Merkte man das? In der Anfangsphase muss man ganz ehrlich sagen, nein. Es war eine ausgeglichene Partie mit leichten Vorteilen für die Arminia. Die erste Chance der Partie hatten dementsprechend auch die Gäste in den blauen Trikots. Das ist hier nicht gerade sicher, was Gulaschi da macht. Es gibt einen erneuten Eckball. Afane ist mit seiner ersten Ecke hier nicht so zufrieden. Der zweite Eckball, das kann ich schon mal versprechen, wird ein bisschen besser kommen, nämlich auf Andreas Pereira und der versucht's. Volley abgefälscht und Gulaschi mit einer guten Tat diesmal verhindert hier das 0:1 früh in der Partie. Es ging weiter mit RB Leipzig. Die versuchten es mal nach vorne, wachten nach 25 Minuten auf und kamen zu ihrer ersten Gelegenheit bzw. Torannäherung. Massimo Brunos Flank aber in die Arme von Wolfgang Hesel, der da seinen ja quasi Gegenspieler, seinen Gegenstürmer noch von den Beinen reißt. Auf der anderen Seite sah das deutlich gefährlicher aus. Ball auf Andreas Pereira, der das klasse macht. Wunderbare Ballannahme. Das ist nicht Pereira, sondern Araujo und der Abschluss vom Argentinier landet in den Arm von Gulaschi. Die beiden rotierten die ganze Zeit. Niemand wusste so wirklich, wer auf welcher Position spielte, aber es war effektiv, denn es verwirrte die Defensive von Leipzig. Dieser Schuss hier, abgefälscht und Pereira diesmal mit dem Versuch, aber wieder ist Gulaschi da. Es blieb beim 0:0 und damit ging es dann auch tatsächlich in die Halbzeit. Bielefeld, das deutlich bessere Team, gerade Pereira und Araujo machten ordentlich Alarm auf der linken Seite, rotierten oft und hatten die besten Gelegenheiten, allerdings blieb es halt beim 0:0. Lorenzen fehlte schon, Klos sehr unbeweglich, nicht sonderlich spritzig und agil in dieser Partie und das fehlte dem Bielefelder Angriffsspiel noch so ein bisschen. Finne und Lorenz momentan aber das beste Sturmduo in Liga 2 und man merkte, dass die beiden heute nicht zusammen waren. In der zweiten Halbzeit änderte sich dann ein bisschen was bei RB Leipzig, denn die wurden aktiver nach vorne und hatten direkt mal die erste Gelegenheit im zweiten Durchgang. Hier sehen wir die mal in der Offensive. Der Ball auf Yusuf Paulsen, der legt nochmal ab auf Justin Demme und der versucht es mal. Das ist Diego Demme, nicht Justin Demme. Allerdings geht der Schuss ja in die Arme von Hesel. Der anschließende Eckball ausgeführt von Massimo Bruno, dem ehemaligen Anderlechter, und der kommt auf den kurzen Pfosten. Das war gar nicht mal so schlecht gemacht. Allerdings ist Hesel da und leitet den Gegenangriff ein und zwar über Fahne. Der ist schneller als Kompa. Die Gerätsche erreicht den auch nicht mehr. Setzt sich dann klasse durch gegen Klostermann und der Ball auf Finn und noch ein Gegenspieler da. Der Ball auf Fabian Klos, der im 16er 100%ige Chance verheitelt von Gulaschi. Es blieb beim 0:0. Das hätte Klos wahrscheinlich in der letzten Saison besser gemacht. Ihm fehlt es momentan an Spielpraxis und dann passierte das, mit dem niemand rechte. Bruno mit dem wunderbaren Ball auf Sabitzer eingewechselt und der Ball ist im Tor. 1:0 für
RB Leipzig. Damit hat wirklich niemand gerechnet, aber der Ball ist tatsächlich drin. Wunderbar gespielt, der Ball von Massimo Bruno. Und dann passt Bielefeld einmal nicht auf und direkt ist der Treffer da. Sabitzer legt klasse quer und es ist kein Problem, diesen Ball dann noch einzuschieben. Es ging weiter mit Bielefeld. Die versuchten, wieder nach vorne zu spielen, waren mehr wütend als geschockt. Allerdings kamen sie durch die Defensive von Leipzig nicht wirklich durch. Da mal der Ball auf den eingewechselten Mast. Der machte ordentlich Alarm auf seiner rechten Seite nach der Einwechslung. Auch Tim Diersen wurde eingewechselt, genauso wie Lorenzen. Der springt hier drüber und Diersen versucht es mal mit dem linken Fuß. Das erste Mal wieder mit im Kader und direkt mit dem Einsatz. Nach seiner langen Verletzung hat er sich ja gegen Braunschweig verletzt und war heute erstmals wieder mit von der Partie. Er kann natürlich in der Zukunft eine Alternative sein. 90. Minute nochmal versuchte es die Arminia über Dennis Mast. Allerdings wird er hier abgedrängt. Der Ball dann aber schlecht geklärt, denn er kommt auf Emil Forsberg und ganz, ganz schwach, denn mit One-Touch-Football kommst du gegen Bielefeld nicht raus. Trifler nochmal mit dem Ball auf Mast und der versucht es nochmal mit dem Solo und dem Pass auf Melvin Lorenzen und wieder ist Gulaschi da. Nochmal der Kopfball von Lorenzen abgewehrt und es gibt den letzten Eckball der Partie, bereits 4 Minuten über der Zeit. 2 Minuten waren angezeigt, das heißt die letzte Aktion der Partie. Pereira mit der Ecke und da ist Lorenzen auf der Linie geklärt. RB Leipzig rettet sich in der 90. Minute den Sieg und gewinnt mit 1:0 gegen den Tabellenführer. Der Aufwärtstrend, der herbeigeführt werden sollte, ist tatsächlich herbeigeführt worden. Ein Konter, ein genialer Pass reichte für den Siegtreffer gegen die Arminia. Die muss sich fragen, warum sie ihre Chancen nicht genutzt hat. Bisher die Effektivität, das ist der größte Pluspunkt und gerade in der Defensive sehr stabil. Heute einmal geschlafen und vorne das Tor einfach nicht gemacht. Deswegen gewinnt RB Leipzig gegen den Drittliga-Aufsteiger und der steht zwar noch an der Tabellenspitze, muss aber zunächst mal einen Rückschlag hinnehmen. Wie es die nächsten Wochen weitergeht, werden wir sehen. Die Arminia spielt gegen den FC Nürnberg und das wird sicherlich auch nicht einfach. Ilsanka hat uns also bestraft und hat einfach eine Situation ausgenutzt, die bei den Österreichern eine Co-Produktion. Sabitzers Pass war natürlich auch schön vom Tor vorhergelegt. Davor der Pass von Bruno war Weltklasse, da kannst du nichts gegen machen. Und dann steht es halt einfach mal 1:0. Und dann noch irgendwas auszurichten gegen RB Leipzig, die sich natürlich auch defensiv extrem gut gestellt haben und mit Lukan jetzt da gerade nicht den schwächsten türkischen Innenverteidiger haben. Ja, war halt einfach nicht möglich. Hätten wir eventuell mit Lorenzen und mit Finne zusammengespielt, wäre das eventuell nicht so in die Hose gegangen. Allerdings war Fabian Klos wirklich, ihr habt es ja auch gesehen mit der vergebenen Großchance, nicht so gut und ich muss mir da irgendwas überlegen. Natürlich haben wir 2 Stürmer, aber die sind beide ausgeliehen und wir haben halt mit Nöte und Klos nur Ersatzspieler, die nicht so gut sind. Ich denke mal aber sogar, dass ich Nöte in Zukunft auf der Bank bevorzugen werde vor Klos, einfach weil Klos, er ist der ehemalige Kapitän, ich mag den auch in Realität sogar gerne, aber er ist in FIFA einfach nicht so gut, beziehungsweise gerade im Karrieremodus nicht. In Ultimate Team habe ich noch nicht gespielt, aber im Karrieremodus sieht das einfach nicht so gut aus. Wir gehen in den Spieler Training, was für eine Frage. Trainieren natürlich Bart Finne und auch Tim Diersen, unseren Rückkehrer, denn das ist wichtiger als die anderen Zehner. Gold beispielsweise ist momentan relativ weit weg vom nächsten Rating und deswegen können wir da eigentlich auch mal Pereira und natürlich auch noch dem anderen Zehner, und zwar Raujo, den Vorzug geben, weil ganz ehrlich, geben wir denen den Vorzug? Ich wollte gerade sagen, da wäre auch irgendwas komisch gewesen. Die beiden sind näher dran und irgendwann sind sie sowieso weg und Gold werden wir uns, wenn er noch weiter steigt, eh nicht mehr leisten können. Von daher sollten wir vielleicht auf was anderes setzen. Jetzt habe ich tatsächlich Gold trainiert, oder? Habe ich tatsächlich, okay. Dann habe ich jetzt Pereira nicht trainiert. Ich weiß nicht, ob ich das nicht gemacht habe, aber egal. Auf jeden Fall kriegt Golden B und genauso wie Christensen. Ich glaube sogar, irgendwer ist gerade im Rating gestiegen, aber ich habe nicht richtig aufgepasst. Von daher ist das jetzt auch egal. Wir spielen einfach gegen Nürnberg. Darum geht es jetzt primär in dieser Episode noch. Und die sind momentan, ja, Überraschung, Überraschung, Tabellenzweiter. Das letzte Spiel gegen Tabellenzweiten gegen Bochum haben wir 4:1 gewonnen. Ist ja an sich schon mal ein ganz gutes Omen, ne? Das könnte man ja heute so fortsetzen. Allerdings ist Nürnberg gerade auch in der Offensive vielleicht nochmal ein bisschen variabler und flexibler als Bochum, weil da geht's halt nur über Terodde. Gut, ich meine, das Tor hat jetzt ein anderer gemacht, aber da geht's halt trotzdem an sich nur über Terodde. Und bei Nürnberg hast du Silvestre, da hast du den Burgstaller. Boah, das ist auf jeden Fall nicht so einfach. Wir müssen mal schauen, wie das Ganze wird. Ich hoffe trotzdem, euch wird's gefallen. Ich hoffe, euch wird Spaß machen, diese Partie. Ich wünsche mir wieder 3 Punkte. Ob wir sie kriegen, werden wir gleich sehen. Jetzt gehen wir erstmal ins Spielchen rein. Wir spielen übrigens wieder mit der Sturmkombination, die richtig gut ist. Finne und Lorenzen. Hoffentlich klappt's damit. Bis gleich. Nach der Niederlage gegen RB Leipzig war die Arminia zu Hause gefordert gegen den 1. FC Nürnberg im Topspiel der 2. Liga. Der 1. gegen den Tabellenzweiten und vor 2 Wochen gab es den 4:1 Sieg für die Arminia gegen den damaligen Tabellenzweiten, gegen den VfL Bochum. Heute die Fans wieder richtig guter Stimmung und guter Dinge, dass das klappen könnte gegen den aktuellen Tabellenzweiten. Wir sehen das Ganze hier. Momentan hat die Arminia 3 Punkte Vorsprung, aber selbst bei einem Sieg der Nürnberger wäre das Torverhältnis aufgrund der bombastischen Defensive von Bielefeld einfach noch zu gut,
um hier irgendwie in Gefahr zu rutschen. Abgesehen davon müsste man schon 5 Gegentore kassieren, um hier irgendwie gefährdet zu sein. Der Spieler im Fokus momentan bei Arminia Bielefeld, das ist Bart Finne. Die letzten 3 Spiele 4 Tore erzielt, wurde gegen Leipzig eingewechselt, konnte da nicht mehr viel daran ändern, dass seine Mannschaft verlor, aber heute wieder mit seinem Sturmpartner Melvin Lorenzen zusammen und die beiden sind ja momentan das treffgefährlichste Sturmduo der Liga. Dementsprechend konnte das Ganze ja nur besser werden als in der vergangenen Partie. Hesel, Dix und Backburner schuppert die Defensive wieder auf Standard gesetzt. Christensen davor, auf der linken Seite Ryan Gold, Andreas Pereira und Afane auf den weiteren Offensivpositionen. Melvin Lorenzen und Finn in der Startelf. Das heißt heute im Vergleich zum Spiel gegen RB Leipzig wieder die A11 auf dem Rasen bei der Arminia. Auf der anderen Seite ebenfalls eine A11 aufgeboten. Rakowski im Tor, davor Miso Bretschko, der ehemalige Kölner, Marc Reiter, Hofland und Sepsi in der Verteidigung. Auf der Doppel-6 Behrens und Mössmer, davor dann Asson und Burgstaller, davor Schöpf und Silvestre im Sturmzentrum. Burgstaller natürlich ein variabler Spieler, der zieht von links nach rechts in die Mitte und so weiter. Das war die Flexibilität, die Arminia Bielefeld bekämpfen musste mit ihrer Defensive. Bisher hatten sie das ja gut geschafft, warum also nicht heute? Wir springen rein in die erste Szene der Partie und die war auf Seiten von Nürnberg. Die starteten richtig gut rein und hatten die erste ansatzweise gefährliche Torraumaktion. Schöpf mit der Flanke und am zweiten Pfosten, ja, ist da die Schusschance allerdings verzogen. Es blieb beim 0:0. Es ging trotzdem gut weiter, denn die spielten vernünftigen Fußball. Behrens hier mit dem Ball auf Giasson und der flankt in die Mitte beim zweiten Versuch. Burgstaller seitfalls hier und da ist Silvestre 1:0. 16. Spielminute, die Führung für die Bielefelder Gegner. Ja, man muss das sagen, denn das ist nicht so normal im Haus der Arminia in der Schüko Arena. Normalerweise geht die Arminia in Führung bzw. gewinnt hier ihre Spiele und Gegentore kassieren die schon mal gar nicht. Aber das war viel zu naiv verteidigt. Die Flanke beim ersten Mal noch verhindert, aber dann nicht mehr nachgesetzt. Und auch nach der wunderbaren Parade von Hesel gegen Burgstaller, der es da klasse macht in der Mitte, ja, passt Dick einfach nicht auf und Silvestre ist in seinem Rücken und haut das Ding unter die Latte. Keine Chance für Hesel im zweiten Versuch. Die Arminia aber danach aufgewacht. Der hatte vorher geschlafen. Jetzt war sie plötzlich da und wollte antworten über Lorenzen. Der versucht es erstmal. Allerdings verzieht er hier noch knapp. Keine Eingreifen-Notwendigkeit für Radkowski. Allerdings wurde das Ganze gefährlicher. Pereira mit dem Eckball nach außen geschlagen. Der ist erstmal relativ schlecht. Allerdings dann der Ballverlust da in der Defensive. Und der kommt zu Ryan Gold. Burner und nochmal Ryan Gold. Der Schotte versucht es einfach mal und Radkowski muss wieder eingreifen. Wehrt den Ball zur erneuten Ecke ab. Jetzt machte Bielefeld Powerplay. Setzte sich am 16er der Nürnberger fest. Und die nächste Ecke wurde auch gefährlich. Afane mit dem Volleyversuch und Christensen mit der Hacke gegen den Pfosten. Es blieb beim 0:1 aus Sicht der Arminia. Allerdings kamen sie dem Tor immer näher und immer näher. Hier Bart Finne auf der Außenbahn, war ja im Fokus. 4 Tore in den letzten 3 Spielen. Setzt sich klasse durch gegen die Defensive und der Abschluss ist dann nicht so gut. Der Norweger scheitert hier mehr an sich selber als an irgendeinem Gegenspieler, denn die hatte er zuvor alle ausgetanzt. Allerdings bleiben wir in der Szene drin. Rakowski mit dem Abstoß und da haben wir Burner, der das Kopfballduell gewinnt und den Ball nach vorne spielt. Auf Bart Finne, der hat viel zu viel Platz im Mittelfeld. Das darf man nicht machen. Der Ball auf Lorenzen und der ist schnell und der ist wendig, setzt sich da klasse durch und spielt den Ball auf Pereira. Vorteil, kein Elfmeter. Pereira scheitert und macht ihn dann doch rein. 1:1. 42. Minute. Der Ausgleichstreffer für die Arminia. Gute Entscheidung vom Unparteiischen da weiterlaufen zu lassen und nicht auf Elfmeter zu entscheiden. Natürlich ist das ein Foul von Hofland gegen Lorenzen. Gar keine Frage. Er verhindert da den Abschluss. Allerdings ist der Pass natürlich gut gespielt. Pereira scheitert. Rakowski kann im zweiten Versuch da nichts mehr machen und dementsprechend ging es mit einem 1:1 in die Halbzeit. Pereira brachte seine Mannschaft zurück und natürlich war es wieder die Sturmkombination Finne-Lorenzen, die das Ganze eingeleitet hatte. Die beiden momentan für die Arminia einfach unersetzlich. Da kann auch der ehemalige Kapitän und Top-Torschütze Fabian Klos nichts gegen machen. Die zweite Halbzeit dann überraschenderweise deutlich langweiliger als die erste. Die erste Offensivaktion im zweiten Durchgang, die wirklich nennenswert war, gab es erst in der 80. Minute und zwar für die Arminia. Araujo auf der linken Seite, mittlerweile eingewechselt, macht das da klasse, setzt sich gut durch und spielt den Ball in die Spitze. Schöner Pass auf Tim Diersen, auch eingewechselt, aber sein Schuss abgefälscht und dementsprechend nicht mehr so gefährlich für das Tor von Rakowski, der da gar nicht richtig hingehen muss. Die letzte Szene der Partie, 90. Minute, nochmal die Arminia, die drückte jetzt hier auf den Sieg, kam er nicht durch die gut gestaffelte Defensive der Nürnberger. Araujo im zweiten Versuch nochmal mit dem Ball auf Ryan Gold, der versucht mit dem Pass, wird abgewehrt und jetzt die Nürnberger mit der Konterchance auf fremden Platz in der 90. Minute. Der Ball nach außen auf den eingewechselten Gebhardt, der kriegt den Ball zum zweiten Mal, setzt sich durch gegen Christensen, der hat nicht mehr so die Ausdauer für den letzten Sprint. Die Flanke kommt rein, der Seitfallzieher von Schöpf geht am Tor vorbei und das war die letzte Aktion der Partie. Er vergibt den Matchball für die Nürnberger und dementsprechend endet die Partie mit 1:1. In der zweiten Halbzeit war das alles andere als ein hohes Niveau in dieser Partie, in diesem Spitzenspiel der zweiten Bundesliga. Die erste Halbzeit entschädigt allerdings dafür, denn die war richtig, richtig gut. Die Arminia nach 2 Spielen in den letzten 2 Spielen, sagen wir es mal so, mit nur einem Punkt. Was ist denn da los? Da muss
muss ein bisschen wieder was passieren, zum Glück gegen den Zweiten, der konnte dementsprechend nicht aufschließen, aber trotzdem, wenn man die Tabellenführung beibehalten will, sollte man schnellstmöglich wieder an der Chancenverarbeitung arbeiten und vorne ein bisschen effektiver werden, was ja am Anfang die Stärke war, momentan ist es die Schwäche. Nürnberg und Arminia Bielefeld trennen sich mit 1:1. So, Freunde, also 2 Spiele, 1 Punkt. Wie gesagt, das ist nicht sonderlich schön und das sind wir auch nicht gewohnt. Das heißt, es muss nächste Woche besser werden. Allerdings müssen wir dazu Tore schießen und irgendwie mangelt es an der Effektivität. Ich weiß nicht warum, ich kann es euch nicht sagen, ich würde es euch gerne sagen, aber mir fehlen da ehrlich gesagt die Erklärungen und die Worte. Wir müssen in der nächsten Episode erstmal die Länderspielpause überbrücken, natürlich mit Training unter anderem für Christensen, gar keine Frage. Und wie es in der Liga weitergeht, werden wir sehen. Momentan sind wir Tabellenführer und das müssen wir irgendwie verteidigen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Ich hoffe natürlich in der nächsten Episode auf viele Punkte und auf viele Likes von euch und hoffe, dass ihr alle wieder einschaltet. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Wunderschönen Tag noch. Haut rein. Und ciao. Tag noch. Haut rein. Und ciao. Tag noch. Haut rein.